Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Ab sofort wieder alleine. Ich habe schon gelesen, dass ihr die Parts mit Sunny zusammen genossen habt, aber ich werde das Spiel nach wie vor großteils wahrscheinlich alleine spielen, vor allen Dingen 30% haben wir schon. Jetzt geht's zur nördlichen Froststraße. Gucken, ob ich es alleine hinbekomme. Sunny war zum Glück genauso blind wie ich. Da vorne kriege ich direkt die Schützenfähigkeit, ne? Puff. Da ist ein Pingo. Ich will den Pingo essen. Der gibt bestimmt Frost. Ja, Eis. Da finde ich den Schützen besser. Vor allem davon nochmal eine bessere Version. So, Schneeskulpturen. Och, das ist ja fies. Jetzt muss ich auf Schneeskulpturen achten. Kurz gucken, ob hier vorne eine war. Habe ich nämlich nicht drauf geachtet. Ich frage mich, wie die Range ist, ob die unendlich ist. Na, Sir Knibbel. Pipo. Tschüss. Ich bin in einem Shooter gelandet. Aua! Warte mal. Wollte einmal so einen Schneeball aufsaugen. Oh. Du triffst mich nicht. Niemals. Nicht solange ich Kirby heiße. Tschüss. Bei den Aufladeschuss, den kann man ja eigentlich auch einspammen. Tschüss. Die Dosen, die gehen einen auch gefühlt nie aus. Bom. Bom, bom. Zack. Der Weg wäre dann frei. Bin runtergefallen. Perfekt. War so geplant. Es ist alles geplant, Leute. Auch wenn ihr was anderes erzählt. So macht man die auf. Ist hier noch kein Waddle Dee vor der Nase gehabt. Der ist bestimmt da rechts. Zack, 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 zack. Ja, da ist er. So, jetzt kann ich den Automaten noch ausspucken. Bin so nämlich schneller. Ah, da ist eine Skulptur. Fast übersehen. Ich habe bestimmt schon eine übersehen. Bei meinem Glück. Was ich ja auch gut finde, dass wir letztes Mal einfach das ultimative Schwert so gesehen freigeschaltet haben. Ey! Mach dich hier nicht so dick. Aua! Ich bin der Einzige, der hier schießen darf. Ah, da ist was versteckt. Oh, die Schneebälle, die fliegen ja fies. Okay, keine Geheimgänge sonst. Tschüss. Aua.
Nicht immer auf mich schießen, das ist nicht nett. So, weg mit euch. Ich gehe noch nicht da lang, ich gehe hier lang. Geöffnet! Ich wollte nicht runterfallen. So, was haben wir denn hier? Beam Van Model. Model Diddly. Oh. Ich sehe schon, ich werde Spaß haben. Bitte mit Zeitlimit. Ich kann nur treffen. So. Also der Model D, der war ja geschenkt. Hab dich. Das war ja richtig easy. Ach, warum kann es nicht immer so leicht sein? Oh. Ich hatte das Gefühl, dass man da was machen kann. Aber wahrscheinlich bräuchte ich Feuer oder mehr Bomben dafür. Stehe ich das mal weg. Da ist es auf jeden Fall zu. Tschüss. Oh, danke. Gerne mal versuchen. Erstmal du weg. Okay, ist nur Deko. Ich hatte halt das Gefühl, dass man da was machen kann. Ach, irgendwo sind die auch nervig. Kann man mir mal sagen, warum das Bombenfeld da so winzig ist? Tschüss. Ich habe doch 100 pro eine Schneeskulptur übersehen. Und ärgere mich grün und blau, sobald ich es in der Aufnahme selber sehe. Ach, ich liebe Schneewelten. So, hier kann ich Sachen kaputt machen. Hopp. Tschüss. Ja, gegen sowas bist du nicht gewappnet, ne? Dafür habe ich da jetzt freigelegt. Wieder so nötige Scheißding. Aua. Ey, Pipo. Diese Wand sieht zerbrechlich aus. Ich wollte gerade fragen, kriege ich nicht überhaupt irgendwie eine Leiter hin? Aber ja, da oben steht eine, mit der ich runterfallen kann, theoretisch. Erstmal, bomb. Aua. Hui. Wo kommen die denn her? Die waren gerade noch nicht da oben. Ha, es braucht erst Anlauf. Tschüss. Natürlich brauche ich die Treppe hier auch noch. Adel, waddel. Ist davon zumindest schon mal alle gefunden. Ich ärgere mich grün und blau, wie gesagt, wenn ich die Aufnahme ansehe und sehe, wo ich einen dieser Skulpturen vergessen habe. Vor allen Dingen, ich habe nicht mal die dritte und vierte Aufgabe gefunden. Ja, ich bin safe an der einen Skulptur schon vorbei.
Nie im Leben ist hier noch eine. Komm her. Oder steht hier gerade zufällig noch eine Schneeskulptur? Im Nichts war sie nichts. Oh, da drüben kann man hin. Reiche den Uhrenturm. Okay, zumindest eine Aufgabe gefunden. Aber zwei Aufgaben habe ich verpennt. Finde die Seitengasse. Da war wahrscheinlich dann auch die Schneeskulptur. Ein bisschen schade. So, und jetzt die Nebenmissionen, bitte. Wo ich mich wieder blamieren kann. Also ihr habt sie bestimmt gesehen in der Aufnahme. Und ich wahrscheinlich auch, wenn ich es mir nachher angucke. Da sind zwei Nebenmissionen. Oh, zünde die Lunte. Bombenketten-Herausforderung. Ich weiß jetzt schon, was ich falsch gemacht habe. Ich muss an der vorderen Ecke die ganze Zeit stehen. Tschüssikowski! Das weiß er nicht dodgen, weil es einen sogar schneller macht. Bom, 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 bom. Trifft schon. So geht's richtig schnell. Einfach schon mal ein paar Bomben reinwerfen, passt schon. Easy going. Und? Geschafft? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, geschafft! Yes! Rollen und werfen. Krimskrams-Egelprüfung. Ach, jetzt muss ich damit wahrscheinlich Schalter aktivieren. Tschüss. Grüß deine Kollegen. Easy. Grüß deine Freunde. Ist ja richtig einfach. Vor allem, weil der Igel halt auch noch schnell ist. Ja, das war jetzt Kacke. Aber
Eigentlich müsste das doch eine richtig gute Zeit gewesen sein. Hat funktioniert. Ich habe beides im Onscreen geschafft. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's dann eigentlich auch wieder mit Kirby. Außer ich finde jetzt hier noch zufällig eine in der Nebenmission, die man machen kann. Einfach mal gucken. Das wäre jetzt so ein Ort gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, da ist was. Bei diesen kleinen Mini-Häusern. Im Video selbst habe ich wahrscheinlich schon angegeben, wo ich die Seitengasse gefunden habe. Weil ich gucke da ja offscreen. Okay, mehr kann ich offenbar gerade nicht finden. Lampenstopfer. Dass ich damit mal ordentlich arbeiten muss. Boah, das wird ja richtig ätzen. Vor allem, wo einen diese Gordos verfolgen, wenn man am Leuchten ist. Auf diese Pfeile muss ich achten, okay. Geschafft. Hab wahrscheinlich schon verkackt. Außer ich schaff's jetzt richtig schnell hier durch. Eigentlich alles ignorieren. Ich will nur durch. Natürlich geradeaus. So, Licht ist an. Solange man schnell genug ist, jucken einem die Gordos eigentlich nicht. Wahrscheinlich wegen Runterfallen nicht geschafft, oder? Ja, weil ich runtergefallen bin, nicht geschafft. Na gut, das war's dann jetzt aber wirklich für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!